Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend. Schön, dass ich erlaube mir mal, euch zu duzen, dass ihr da seid, zu unserem kleinen Vortrag. Zum Vortrag Reitkunst und Kampfkunst und wie das zusammenhängen kann. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Petra Engeländer. Ich mache das Bogenschießen vom Pferd seit 20 Jahren, habe quasi die Anfänge davon auch mitgestaltet in Deutschland und habe mich aber nach einiger Zeit dem sportlichen Ehrgeiz abgewendet, weil mir das Pferd doch ein bisschen wichtiger war. Und ich habe immer die Frage gestellt, wieso und warum? Und was für mich immer ganz wichtig war, war herauszubekommen, was die Leute früher wohl gemacht haben. Und ich möchte euch einladen, euch also darauf vielleicht ein bisschen einzulassen, auf diese kleine Reise, wo denn die Verbundenheit von Natur, Pferd und ungezähmte Wildheit wohl herkommt. Es war einmal. In der Kunst finden wir immer wieder Bilder von Reiter oder Reiterinnen, die ohne Zaum auskommen. Und ich habe mich gefragt, ist das vielleicht eine Fantasie? Weil wir immer wieder überall in der Geschichte diese Verbindung finden. Also das ist jetzt irgendwo in Russland. Und irgendwann bin ich mal auf etwas gekommen, auf eine Zeichnung, auf einer Säule in Rom, auf der Trajanssäule. Da sieht man einen Reiter, der ohne alles reitet und einen Halsring hat. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das denn? Ja, das ist ein Numida, 50 nach Christi. Und diese Numida sind spannenderweise mit Halsring und Speeren, deren Schäfte sie zum Lenken benutzt haben, militärisch gesehen in eine Schlacht geritten. Auf kleinen Berberpferden. Kleine, mutige Pferde. Aus Erfahrung weiß ich, das können heute, ich glaube, fast niemand mehr. Aber wir können eine Verbindung aufbauen, wenn wir die Kampfkunst und die Reitkunst verbinden, kommen wir tatsächlich dorthin, wo die Numida auch hingekommen sind. Ja? Und ich möchte euch dann später die ersten Übungen auch zeigen, was die Numida oder diese Leute früher konnten, wovon wir sehr profitieren können. Interessant ist auch hier, das ist jetzt der Merlin, das ist mein Welsh Cob Quarter Mischling. Der Merlin ist jetzt 10 und ja, wie man sieht, hat er einen sehr schönen Gesichtsausdruck. Er hat die Ohren nach vorne und es scheint dem Spaß zu machen. Der Reiter, das ist der Kurt Lassinger, ein Freund von mir aus Österreich, auch langjähriger Karate-Schwarzgurtmeister, der sozusagen mit dem Merlin zusammen das zusammen macht. Aber das haben die Numida gemacht. Sehr beeindruckend. Und man sagt dem Berber ja auch nach, dass es ein sehr mutiges Pferd ist. Aber wir wollen ja die Kunst herausarbeiten. Und hier zeigen wir nach, das ist jetzt in einem Römerkastell,
zeigen wir quasi, wie das funktioniert haben könnte, was die Numider sozusagen machen konnten. Und hier sieht man, dass der Sitz natürlich bei dem Ganzen das A und O ist. Und so ein Sitz, das ist jetzt mein Huzulen Walach Bali. Der Bali war mal ein Wildpferd und da, von ihm habe ich ganz viel gelernt, was Kommunikation angeht. Weil so ein Wildpferd weiß eben, was es heißt, frei zu sein. Aber für solche Sachen kann man ihn gewinnen und ja, er ähnelt auch diesen antiken Berberpferden. Ja, und hier ist der Sitz quasi das Verbindungsstück. Und wie bekommt man so einen Sitz oder eine Verbindung zum Pferd? In der heutigen Zeit, wo wir in einer modernen Welt leben, wo wir viel sitzen, wo wir viel denken. Ja? Und hier bietet uns die Kampfkunst mit den Übungen, die mehr als 5000 Jahre alt sind, eine hervorragende Möglichkeit, um effektiv davon zu profitieren, auch in unserer heutigen Zeit eine sehr gute Koordinationsfähigkeit zu bekommen. Und das Ganze, was so in der Antike war, haben wir in eine moderne Schule umgesetzt, in der man das lernen kann. Und wir haben drei große Dinge. Das ist der Bogen, das Bogenschießen vom Pferd auf offener Fläche, ohne Zaun oder Graben. Wir haben den Stab und das Schwert. All diese drei Hilfsmittel benutzen wir, um quasi eine besondere Kommunikation mit den Pferden aufbauen zu können. Weil die wissen ganz genau, dass wir die Hände voll haben. Da kann man nichts tricksen. Die wissen das ganz genau. Das heißt, wir nehmen die Pferde mit. Das heißt, nicht nur wir machen was vom Pferd aus, sondern wir machen es mit dem Pferd gemeinsam. Und das sieht dann so aus. Das ist ein Huzulen-Walach. Das ist unser Professor. Der ist 28. Und der bringt erstmal allen Leuten alles bei. Ja. Ja, auch hier ist es so wie in der Wiener Hofreitschule. Die Alten sind die Professoren und geben ihr Wissen quasi weiter. Aber das ist ja nicht neu. Das ist 1936, ich hoffe, das ist richtig, 1936 Olympische Spiele Berlin. Das ist ein spanischer Oberst. Und ich glaube, dass der Mensch oder dass, wenn wir mit unseren Pferden sind, dass wir das in unserem Herzen tragen. Weil wenn wir eine Resonanz bekommen oder die Freundschaft des Pferdes, dann brauchen wir keine Zügel mehr. Ja, das ist unser Schweizer Team. Das sind ein paar Schweizer Damen aus unserer Schule, die hier zeigen eine sehr hohe Lektion. Das sind drei Scheiben, die sieht man jetzt zwar gerade nicht, aber die Aufgabe dieser Gruppe ist es, gleichzeitig diese drei Scheiben zu treffen. Das heißt, als Team hat es Rhythmus, Balance und die Pferde wissen auch ganz genau, wie schnell sie sein müssen, dass das überhaupt funktionieren kann. Ja? Und das ist ein sehr, sehr hohes Niveau in dem Bereich vom Bogenschießen vom Pferd. Auch hier sehen Sie, kein Weg, kein Zaun, kein Zaum. Jetzt ist die Frage,
wo kommt denn, was ist denn der Inhalt, was ist denn die wirkliche Einstellung, die diese Verbundenheit macht? Und da gehen wir ein bisschen zurück zu den Kulturen, die das gelebt haben. Weil das Leben, wie die Leute gelebt haben, das ist ein Schlüssel. Wir haben in unserer Schule halt mongolische Jurten, wo man auch drin übernachten kann. Und das Pferd ist quasi 24 Stunden um einen herum. Ich selber war in der Mongolei und habe da auch gelebt, 6 Wochen lang mit einer Nomadenfamilie zusammen. Und da ist mir einiges klar geworden, was denn der Schlüssel sein kann, um so einen Kontakt zu dem Pferd zu bekommen. Und das ist ganz einfach. Man lebt einfach zusammen. So haben die Pferde, wissen ganz genau, das ist die Espressomaschine, jetzt ist sie aufgestanden, jetzt gibt es dann erstmal ein Espresso. Ja? Und so wird das Pferd ein Teil des Alltages des Menschen. Ja, weil es ist auch wichtig, dass das Pferd ein Teil der Menschenwelt halt auch versteht. Ja, und hier guckt der Kerl halt gerade in die Jurte rein. Das heißt, bei uns im Zentrum, das ist in der Deutschlandmitte in Hessen bei Fulda, habe ich einen Hof mit einem riesigen Gelände, wo man quasi diese Lebenseinstellung nachleben kann, um auch eine bessere Verbindung zum eigenen Pferd zu bekommen. Was war früher? Ich glaube, so wie die Mongolen es mir gesagt haben, ich habe gefragt, warum braucht ihr keine Zäune? Und dann haben die Mongolen gesagt, das ist ganz einfach, es gibt einen Pakt zwischen Mensch und Pferd in der Mongolei. Und dieser Pakt ist, wir schützen euch vor den Wölfen und ihr tragt uns und gebt die Milch. Und dieser Pakt scheint irgendwie zu funktionieren. Damals habe ich mir gedacht, wie jetzt? Ein Pakt mit einem Pferd? Wie soll das gehen? Ja, aber das kommt aus einer Kultur und aus einer Zeit, die so anders ist als unsere Welt gerade, die eben eine Trennung zwischen Tier und Natur nicht wirklich gezogen haben. Wir leben ja wie auch das moderne Pferd in Boxen. Ich weiß nicht, ob das natürlich für uns Menschen ist, aber ich glaube, die große Chance liegt hier dran, dass das Pferd uns zurücktragen kann zu unseren natürlichen Ressourcen. Das ist in Island. Wir sind 2-mal im Jahr in Island. Das ist fantastisch. Was ist dieser Moment? Dieser Moment des Loslassens und gleichzeitig Reitens. Weil was hier passiert ist, das Pferd folgt meinem Fokus, aber gleichzeitig schieße ich und treffe ich auch. Und die Mindestdistanz ist 20 Meter. Das ist die Mindestdistanz. Und dieser Moment bringt quasi etwas aus uns heraus. Es gibt uns eine Zentrierung und einen kraftvollen Moment mit dem Pferd zusammen. Und wieder eine unserer Schweizer besten Schülerinnen, einen unabhängigen Sitz. Der passiert automatisch nebenbei. Und der ist auch ganz einfach zu finden. Ist nicht kompliziert. Und diese Verbundenheit durch den Sitz ist das, was wir suchen. Weil dadurch entsteht, wie in der Kampfkunst, ein Kontakt. Und der Kontakt ist in der Kampfkunst die Essenz. Ja, und da gibt es etwas sehr Interessantes.
Es gibt eine Grundstellung in den Kampfkünsten, in allen Kampfkünsten, ob Kung Fu, Judo oder Aikido. Es gibt einen Grundstand, der heißt Horse Stance. Dann habe ich einen meiner Lehrer gefragt, Moment mal, warte mal, Horse Stance, hat das was mit dem Pferd zu tun? Also ja, das ist der Reiterstand. Weil in den Kampfkünsten ist dies der Stand, der einen in die Zentrierung bringt. Sehr interessant. Also der Horse Stance ist mit dem Kung Fu 5000 Jahre alt. Das heißt, in der Kampfkunst hat man immer versucht, die Essenz von Tierbewegungen nachzuahmen oder selber aus sich herauszubringen. Und hier haben wir die Möglichkeit, durch das Schwert zum Beispiel eine bessere Zentrierung zu bekommen. Aber auch andere Übungen aus der Kampfkunst lehren uns Reaktionsvermögen, Wahrnehmung und Geschwindigkeit. Etwas, was ja auch dem Pferd innewohnt. Das Pferd checkt ja in der Herde die Geschwindigkeit, die Reaktionsfähigkeit. Und anhand dieser Geschicklichkeiten kommt auch das Vertrauen. Denn wenn ein anderes Pferd sicher auf seinen Hufen steht, geschickt ist und Lebenserfahrung hat, dann kann man dem glauben und folgen. Es ist immer sehr schwer zu erklären, was da im Aikido eigentlich passiert. Aber wir haben Körperdynamiken in uns drinne. Wenn wir diese einmal aktiviert haben und gespürt und erfahren haben, dann passiert was Wunderbares. Jeder Kontakt zum Pferd kommt aus unserem Zentrum und unserer Kraft heraus. Und zwar am Boden. Und aus unserer Erfahrung ist es so, dass das Pferd uns am Boden testet. Immer wieder. Das tun die einfach. Wir haben natürlich gelernt, dass wir natürlich nicht so gut gehen können. Aber wir haben Leckerlis. Ja, also die mögen uns schon. Aber wenn wir wirklich in der Natur wären und es wirklich auch Gefahren geben würde, weiß ich nicht, ob die Pferde uns folgen würden. Ja? Rhythmus. Rhythmus, Balance, Takt. Kennt man. Klassische Dressur, Taktreinheit, Treiben im richtigen Moment. Jo. Und das alles zusammen am besten. Versammlung, Durchlässigkeit. Also das sind, ich würde mal sagen, das ist Ballerina-Niveau. Da geht's hier ganz, ganz oben. Erste Klasse. Und wenn man das selber auch im Körper hat, dann kann man das auch reiten. Das heißt, in unserer Schule ist unser Ziel, uns in die Fähigkeit zu bekommen, ein Pferd zu sein. Und zwar nicht, oh ja, jetzt hat es die Ohren so, jetzt kann ich dich so bewegen und jetzt mache ich so, jetzt schicke ich dich dahin. Nee, nee. Wir stehen da und es ist klar. Als ich das erkannt habe, habe ich gedacht, okay. Ich habe mir gedacht, gut, also wenn ich jetzt einen Aikido-Meister finden würde oder einen Kampfkunstmeister, der überhaupt keine Ahnung hat von Pferden, dann müsste das doch gleich funktionieren. Und ich habe das gemacht. Ich habe jemanden gefunden, Robert Jones. Einer der größten
Martial Art Kampfkunstlegenden unserer Zeit. Bodyguard von Joe Cocker, ABBA, Rolling Stones, also er ist schon alt. Und er ist immer noch fit. Großer Mann, ja, kaputte Knochen vom ständigen Kämpfen, ja, aber trotzdem immer noch fit. Ja, so war das dann. Ja, ich habe ja mal ein paar Übungen gemacht und er stand einfach nur da. Und jede Zelle aus seinem Körper war gefüllt mit Erfahrung. Ich habe gesagt, Chief, schick mal den Hut zu ihm zurück. Schick mal so ein bisschen. Und dann hat er seine Hand einfach nur an die Schulter gelegt und das gemacht. Und der Huzule ist sofort butterweich zur Seite gegangen. Das kann ja nicht sein. Wie geht denn das? Ja. Und wir haben dann später zusammen ein System entwickelt. Das ist das Horse Aikido. Wir haben Übungen entwickelt, um diese Fähigkeiten, die ein Chief hat, zu erlernen und dadurch aus der Dominanz und den großen Bewegungen herauszubekommen. Weil in der Natur, zum Beispiel in Island oder in der Mongolei, habe ich Pferde, Wildpferde beobachtet und deren Bewegungen sind sehr klein, fast unsichtbar. Wisst ihr warum? Weil die Wölfe können es lesen. Die Wölfe sehen ganz genau an den Pferden, wo sie hinwollen und ob sie gleich fliehen oder ob sie nicht aufpassen. Deswegen sind die Körperbewegungen und der Körperausdruck von Wildpferden unsichtbar. Selbst in Island waren meine Bewegungen, die schon sehr, 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 sehr reduziert sind, zu viel. Habe ich nur so gemacht und die Pferde gleich, ey, was willst du denn? Warum brüllst du so? Und ich so, ich habe gar nicht gebrüllt. Ja, das habe ich erfahren. Ich habe gedacht, okay. Und ein guter Kampf, also in der Kampfkunst ist es auch so, die Leute stehen sich gegenüber, ja, wie so ein Martial-Art-Märchen. Ja, man steht sich gegenüber, ja, und dann gute Meister, die checken alles ab wie die Pferde. Dück, 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 dück. Die müssen gar nichts machen. Ah, lächelt einer, dann geht er wieder und sagt, okay, du heute nicht. Ja, und so sind die Pferde auch. Ja, aber die Pferde haben ein großes Herz für uns Menschen. Sie verzeihen uns einfach manchmal unsere Art, wie wir sind. Dann sind wir zu grob, dann reden wir zu laut, dann kommt das Seil, dann kommt der Stock und da gucken wir auf die Hinterhand und dann wieder zurück und so. Die sind einfach, die haben ein großes Herz, weil die mögen uns. Aber im Horse Aikido versuchen wir wirklich auf dem Niveau eines Wildpferdes zu kommen. Und dafür brauchen wir Rhythmus. Und da sagen wir im Horse Aikido, what you can dance, you can ride. Aber es gibt noch eine andere Fähigkeit, das ist die Geometrie. Raumwahrnehmung, 90 Grad, 45 Grad. Ausrichtung, Reaktionsfähigkeit. Ja? Das lernt uns der Stab. Der Stab lernt uns die Geometrie im Raum. Und die Geometrie im Raum ist wichtig, wenn ich Figuren reite. Weil sobald ich das selber bewegen kann und auch einen Fokus habe, den ich trainiert habe, ist das Reiten und die Richtungen kommen ganz von selbst. Und der Stab lehrt uns, den Kontakt und den Raum wahrzunehmen. Aber es gibt etwas, was uns der Bogen lehren kann. Und das ist das Gefühl. Weil so wie wir Bogen schießen, ist es ein Instinkt. Des Bogenschießens. Es kommt aus dem Impuls heraus.
Und dieses Gefühl, aus dem Impuls heraus reagieren zu können, das macht, befähigt uns, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, wenn ich in Bewegung mit einem Pferd gehe. Weil dort kann ich nur meinem Gefühl folgen. Kontakt. Das heißt wirklich Kontakt. Etwas, was in unserer Gesellschaft natürlich erstmal so nicht gewollt ist. Und hier, verzeiht es mir, spreche ich vor allen Dingen die Frauen an. Das Pferd will wissen, ob wir das können. Ja? Und hier haben wir durch unseren Kampfkunsttrainer, Herr Professor Manusha Korosani, ein persischer Kampfkunsttrainer, trainiert uns im Ringen. Das Ringen ist eine wunderbare Art, fallen zu lernen und in Kontakt gehen zu können. Wo ist die Balance des Gegenübers? Wie können wir gemeinsam in Kontakt gehen? Was ist für ein Spiel? Pferde testen das ganz einfach beim Führen. Oft genug gesehen. Man führt ein Pferd und dann tut es den Kopf mal zur Seite. Oh, ja, da läuft beim Pferd schon dann ein Spiel ab. Und das ist auch in Ordnung, weil es bleibt humorvoll. Ja, Pferde haben sehr viel Humor. Vor allen Dingen solche so Isländer, Huzulen, die sind sehr humorvoll. Aber der Kontakt lehrt uns, auch Stärke zu haben, Standhaftigkeit, mein Zentrum zu haben und eine gute Wahrnehmung zu bekommen. Dann werden die Hilfsmittel immer weniger. Das Pferd spürt anhand der Zentrierung, was möglich ist und ob man sich darauf verlassen kann. Dann machen wir diese Übungen auch vom Pferd aus. Das Ringen ist ein hervorragendes Spiel, um auch Balance auf dem Körper zu haben. Ja? Und einfach Kraft einzusetzen. Und hier haben die Pferde auch eine wichtige Aufgabe, zu warten, bis man den anderen vom Pferd aus runterziehen kann. Das ist ein Spiel. Und dann tauscht man wieder und dann zieht man den anderen vom Pferd runter. Ja, aber hier, immer in diesen Übungen, ist das Pferd ein aktiver Teil, der quasi mit in der Übung integriert ist. Und das weiß das Pferd auch. Also Herr Bali macht das zum Beispiel total gerne. Und im Ganzen entsteht dann eine Leichtigkeit, ein in sich versammelt sein, eine Durchlässigkeit im Reiter. Und dann ist die Brücke zum Pferd nur eine kleine Bewegung. Weil die Versammlung des Pferdes ist gleichgesetzt mit dem Spannen des Bogens. Wenn dies durch meinen Körper nach außen tritt, dann ist das für das Pferd ganz einfach zu verstehen, weil wir können es beide. Und dann werden auch Geometrie, Versammlung, Aufmerksamkeit mit den wenigsten Hilfsmitteln möglich. Wichtig bei dem Ganzen ist immer, der Gesichtsausdruck des Pferdes. Er sollte offen sein und bei mir sein. Ja, und auch hier ist es wieder wie beim Bogenschießen. Oben mache ich etwas anderes als unten.
Und es ist ein komplexer Auftrag für beide, dort Aufgaben zu lösen. Und nebenbei bekommt man für beide ein vertrautes Verhältnis und eine Leichtigkeit und Sicherheit. Biegung wird sehr einfach, weil ich selber gelernt habe, Biegung und Durchlässigkeit durch meine Körperachse nach außen zu bringen. Das ist das, was die Übungen aus der Kampfkunst machen. Und, klar, ja, auf dem hohen Level reiten ohne Zaun oder Graben und schießen auf 20 bis 100 Meter vom Pferd, ist quasi meine persönliche Praxis. Ja, und da gibt es ganz viele andere Leute auch, die das ganz toll finden. Und wenn man diesen Kontakt zum Pferd hat, bleibt auch, und das ist sehr spannend, das Pferd bei einem, auch wenn der Rest der Herde vorhanden ist. Und das machen wir auf einem riesigen offenen Feld. Keines dieser Pferde orientiert sich an dem ersten Pferd und galoppiert einfach los. Nein, weil jedes Pferd weiß, wir machen das zusammen. Ich bin ein Teil davon. Ich werde nicht einfach benutzt als Unterlage, die bewegt wird, sondern wir haben einen Auftrag. Ja, und hier sieht man auch, das ist übrigens ein Reitanfänger, ja, wie der Bogen einen in die Mitte bringt. Das ist das Fantastische an dem Bogenschießen vom Pferd auch, dass alleine nur das Bogenziehen einen zentriert. Wenn man das noch nie gemacht hat, weiß man das natürlich nicht. Ja? Das Reiten wird dadurch viel, viel einfacher. Und auch das Vertrauen wird sehr gestärkt. Ja, das ist jetzt nochmal Island. Und all das dahinter liegt jetzt für mich persönlich einfach, dass ich mich sehr verbunden fühle mit den Pferden. Und ich liebe es einfach, mit denen was zu machen. Ja, und in so einer mongolischen Jurte mit den Pferden drumherum lässt sich auch sehr gut leben. Das war etwas ganz Ungewöhnliches, das gibt es so eigentlich nicht, diese Verbindung von Kampfkunst und Reitkunst. Und wenn ihr, also wir geben ja hier in der Schweiz Seminare auf dem Hof von Markus Eschbach. Der nächste Kurs, so ein Einsteigerkurs, da lernt man quasi die Grundprinzipien des Bogenschießens vom Pferd. Wir haben auch noch einen Jahreskurs, der das Horse Aikido sozusagen vermittelt, die ersten Grundideen. Und auf unserer Homepage gibt es noch weitere Informationen darüber. Und vielleicht habt ihr ja ein paar Fragen zu dem, was ihr jetzt gerade gehört habt. Ja, ich habe mir jetzt gerade mal das Mikrofon geschnappt und habe jetzt gerade eine direkte Frage. Und zwar, Sie haben vorhin von diesem Martial Arts Expert gesprochen. Ja. Und saß der dann auch mal auf dem Pferd? Ja, genau, der hat auch vom Pferd geschossen. Und wie schnell, wie lange hat er gebraucht dafür? Saß der vorher schon mal auf dem Pferd oder? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Und wie war so die Entwicklung? Was war bei ihm speziell, dass er es besonders gut konnte oder? Also was er konnte perfekt zentriert sitzen. Ja, und der Rest dann vom Lernen her, vom Fortschritt? Naja gut, ein Kampfkünstler lernt ja als allererstes, dass seine Füße was anderes machen als seine Hände. Und damit haben die meisten Reiter ja schon Schwierigkeiten, die Koordinationsfähigkeit überhaupt zu haben, dass das da unten was anderes tut als hier. Das konnte der natürlich.
Ja? Das heißt, eine Hilfengebung oder halt die Zügel halten, das war für den überhaupt gar kein Problem. Also natürlich musste er es zuerst lernen, nehme ich an, oder? Bitte? Der musste das wahrscheinlich zuerst auch mal theoretisch lernen, oder saß der schon mal auf dem Pferd vorhin? Na gut, er saß auf meinem Pferd. Ach so, und der konnte das natürlich. Und mein Pferd kann das natürlich alles. Ja. Ja, das heißt, er konnte natürlich sofort freihändig reiten. Okay. Ja. Okay. Aber er war ein sehr großer Mann, also über 1,80 und auch dann gute 90 Kilo. Ja. Das heißt, er hat das nur im Schritt gemacht. Okay. Aber sofort ein unabhängiger Sitz. Okay, spannend. Ja. Also wir haben viele Leute aus der Kampfkunst, die noch nie auf dem Pferd saßen. Und da sitze ich dann immer so und denke mir so, oh Mann, ey, wie viele Jahre habe ich da rumgeeiert? Ja? Und dann setze ich da irgendwelche Leute drauf, die sitzen nach einer Stunde perfekt auf dem Pferd. Ja? Also diese Übungen sind schon hilfreich. Die bringen einen schnell vorwärts. Noch andere Fragen? Also das Reiten ohne Sattel geht ja bei gewissen Pferden besser als bei anderen. Zum Beispiel jetzt so die Islampferde, die haben ja keinen großen Widerrist. Habt ihr eigentlich nur wegen dem Islampferde oder habt ihr auch solche mit... Also wir haben auch große Pferde. Mit großem Riedenwicht? Ja, also ich sag mal so, wir machen ja etwas, was wir aus einer Tradition genommen haben. Deswegen sind die Pferdegrößen natürlich auch und die suchen wir uns aus, die es aus dieser Kultur gab. Also wenn ich jetzt ein großes Springpferd habe, habe ich eh ein Problem, weil es ist eine moderne Züchtung. Das wird in der Natur ja gar nicht überleben, ja. Und wir benutzen eher oder haben Pferde, die eher aus 1,50 oder 1,45 Stockmaß sind. Aber generell sind alle Pferde dafür geeignet. Nur manche sind halt unbequem. Eben, die sind unbequem, aber ist das für das Pferd auch nicht ein Problem, wenn man ohne Sattel reitet? Das ist immer so eine Streitfrage. Ja. Wegen dem Rücken vom Pferd. Genau. Was wird es sein? Das Reiten ohne Sattel oder der da drauf sitzt? Was ist das Problem? Also, wenn, dann meine ich, dass das für das Pferd kein Problem sein dürfte. Ja, also ich denke mal, dass der Sitz das Ausschlaggebende ist. Weil wenn jemand gut sitzen kann, also wirklich sitzen kann im Sinne von wie die Indianer, ja, oder solche Völker, dann ist es kein Problem. Aber ein Wanderritt würde ich ohne Sattel nicht machen. Ne? Also man muss ja immer gucken, wozu tue ich das. Also das ist jetzt hier eine Kunstform, die Pferde gehen vielleicht 12 Galopps, aber nicht mehr. Aber wenn ich jetzt wirklich Wanderreiten gehen würde, dann würde ich natürlich einen richtigen Sattel nehmen, sicher. Mehr Fragen? Ihr habt die große Chance, Frau Engeländer jetzt hier persönlich Löcher in den Bauch fragen zu dürfen. Macht das erstmal ernsthaft. Kann man das verstehen, dass das irgendwie zusammenhängen könnte? Ja, oder? Ihr seid alle so ruhig. Ja, es ist beeindruckend. Aber ich verspreche euch, es ist so effektiv. Es ist einfach effektiv. Was mir wirklich am Herzen liegt, ist, die Wahrnehmung zu vermitteln, die ein Pferd hat. Wie fühlt sich das Pferd? Und hier bitte ich euch, es ist ganz einfach, schaut euch die Pferde mit den Gesichtern und dem Schweif an. Weil sie sagen immer, wenn ihnen was nicht passt. Ne? Wenn ich die Pferde schicke und der Schweif zischt so schon, dann stimmt was nicht. Und das Pferd hat verdammt nochmal das Recht zu sagen, brüll mich nicht an. Ja? Ich bin da so ein bisschen zickig manchmal. Aber versteht ihr das? Ich kann euch nur sagen, die Pferde haben eine Wahrnehmung. Die brauchen fast nichts.
Ja? Und ich meine, ich finde das toll, dass die Messe ohne Pferde ist. Das ist schon einfach super. Die Schweiz ist sowieso Vorreiter. Also in Deutschland wäre das so nicht möglich. Die wollen immer alle Pferde dabei haben. Aber schaut euch die Pferde an. Es gibt Pferde, die haben schon einiges erlebt. Da hat man ein paar Baustellen. Da ist dann auch, wie bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen oder bei einem Menschen, da ist dann die Reaktion auch schon gefärbt. Ja, da hat man einfach schon ein paar Baustellen drin. Ja, dann ist es manchmal, dann muss man schauen, was braucht es. Bitteschön. Gibt es auch Momente, wo das Pferd keine Lust hat, mitzumachen? Entschuldigung, jetzt habe ich... Gibt es auch Momente, wo das Pferd keine Lust hat, mitzumachen, mitzuarbeiten? Sicher, klar. Die was haben gesagt, oh nee, was es ist so warm. Was machst du dann? Gibst du auf oder... Na, ich gucke einfach, wie ist die Situation, oder manchmal hat das Pferd ja auch recht. Vielleicht ist es wirklich zu warm. Also wir hatten ja dieses Jahr einen Sommer in Deutschland, das war ja Sahara. Ja. Aber ich sage einfach, ich bitte die Pferde einfach, ich sage, du unterstützt mich doch einfach. Ja, ich möchte gerne heute noch mein Training machen und wir machen einen Deal und dann... gibt es noch ein bisschen Wiese oder ein bisschen Wald ausreiten. Man kann mit denen Deals machen. Aber ich frage, ich sage, hey, komm doch mit. Ja? Aber wenn ich natürlich wirklich da Widerstände habe, also große Widerstände, na, so mit, ich laufe weg und tu mal blöd, ja, dann schaue ich, das Pferd wird einen Grund haben, warum es das tut. Und dann versuche ich herauszukriegen, warum es das tut. Das ist so mein Weg. Weil die tun nichts ohne Grund eigentlich. Vielleicht tut ihm was weh. Man weiß es nicht. Ja? Sie haben vorher noch gesagt, dass Sie den Stock auch zum Lenken benutzen. Ist es dort eher so, dass Sie den Fokus setzen und den Stock für den Fokus benutzen oder auch wirklich mit dem Stock irgendwie anlegen zum Lenken? Das kommt natürlich auf die Ausbildungsebene des Pferdes an. Also habe ich ein Pferd, was überhaupt gar nicht kennt, so geritten zu werden, sondern viel vorne erlebt hat, ja, dann versuche ich immer den Punkt zu bekommen, dass das Pferd lernt, zu hören, was ich gerne in meinem Kopf habe, an Bildern, dass der Sender eingestellt wird. Wenn wir natürlich zwei unterschiedliche Sender haben, dann hat man so, ja, Leute, irgendwie so. Ne? Man versucht ja, sich auf den gleichen Sender zu bekommen. Ne? Man schaltet an und sagt, ah, guten Tag, bist du auch da? Ja, ist ein schöner Tag heute. Das hätte man ja gerne. Ja, aber wenn dem nicht so ist, dann stelle ich den Sender ein. Ja, ne? Also wenn ich einen Speer habe, ja, und das Pferd ist nicht ausgebildet, dann ist es mein Bild, dann ist es meine Energie. Wenn dann nichts kommt, dann nehme ich eine Optik. Aber ich vermeide zu schlagen. Ja. Ich nehme auch dann niemanden am Boden, der nochmal nachgeht. Weil es geht, das Ziel, das wäre Macht. Wenn ich das ausüben würde, dann würde ich Hilfsmittel als Machtinstrument einsetzen. Aber bei dem, was wir machen, da brauchen wir Freunde. Nicht Leute, die dann sagen, warte, ich krieg dich denn doch irgendwann mal. Ja? Na, deswegen bleiben wir klar. Ja? Und versuchen, den Kontakt zum Pferd aufrecht zu erhalten. Und wenn das nur ein Millimeter geht, sage ich, okay, genau, das ist das, was ich wollte. Und die meisten Pferde verstehen das dann auch. Außer ich habe irgendwo größere Baustellen. Wie Durchgänger, dann muss ich ja ganz anders anfangen. Na, aber ein normales Pferd, das versteht es schon.
Bitte. Okay, letzte Frage. Für heute die letzte Frage. Danke. Sie haben ja gesagt, Reiten aus der Körpermitte. Also beim Kampfsport würde man sagen, macht alles auch mit dem Horror. Ja. Wie bringt man das einem durchschnittlichen Reiter bei, dass er aus der Körpermitte reitet? Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe. Also es geht um die Körpermitte, um das Hara und die Beinhilfe. Also für einen Kampfsportler ist das ganz klar, ich mache alles aus der Körpermitte. Aber die meisten Menschen, die machen es entweder mit den Händen, mit den Füßen, mit weiß ich nicht was. Und wie bringt man das denen bei, dass sie aus der Körpermitte arbeiten? Jetzt muss ich aufpassen. Ja, so ein gutes Kickbox-Training mit ein paar guten Tritten, das ist schon nicht schlecht. Weil wenn die Leute mal merken, ja, also im Kickboxen haben wir ja sozusagen, du verdrehst den Körper ja, du weißt ja, ne? Du kommst ja dann in eine andere Mitte rein. Und wenn die Leute das mal gelernt haben, was sie eigentlich für eine Kraft haben, wenn sie eine korrekte Technik, ja, zu ihrem Skelett anwenden und da mal einen richtigen, also nicht so pop, sondern mal aus der Mitte heraus mal einen Kick erfahren haben. Ah, da kommt die Beinhilfe her. Und das Tolle ist zum Beispiel, wenn ich aus dieser, wenn ich das ein bisschen getrainiert habe und dann eine Beinhilfe gebe, die Pferde wissen, oh, okay, das ist was ganz anderes. Aber die Kicks aus dem Kickboxen, die machen das. Also die Tritte aus dem Kickboxen zum Beispiel, aus der verdrehten Achse heraus, die machen eine gute Beinhilfe. Keine Fragen mehr? Dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, es war informativ und unterhaltsam. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht bei einem unserer Kurse mal dabei wärt. Vielen Dank.